Dankeschön, auch von mir herzlich willkommen. Wie angekündigt und nicht überraschend will ich mit dem Thema Dieselskandal beginnen. Diese Technologie ist eine Technologie von vorgestern. Das haben die Autokonzerne leider nachdrücklich unter Beweis gestellt. Es gab mal den schönen Spruch Vorsprung durch Technik. Wahrscheinlich muss er mittlerweile heißen Vorsprung durch Betrugstechnik. Was ich aber heute besonders hervorheben will, ist die Rolle der Bundesregierung und vor allen Dingen des Verkehrsministers Dobrindt. Diese Kumpanei, so muss man das mittlerweile nennen, zwischen der Bundesregierung, dem Verkehrsministerium im Besonderen und den Autokonzernen muss beendet werden. Und ich hoffe, dass die Bundeskanzlerin bei ihrem üblichen Verfahren bleibt und zuerst das volle Vertrauen ausspricht und dann eine Entlassung bekannt gibt. Alles andere ist aus meiner Sicht nicht mehr akzeptabel. Wir haben jetzt wieder vor allen Dingen mit Blick auf Porsche ganz aktuell zur Kenntnis nehmen müssen, in welcher Weise die inakzeptable Kooperation gelaufen ist, um die Vorgänge zu vertuschen. Das muss ein Ende haben. Ich will aber auch auf die drei Länder Bayern, CSU regiert, Baden-Württemberg mit einem grünen Ministerpräsidenten und Niedersachsen SPD regiert hinweisen, die jetzt wahrscheinlich, weil Wahlkampf ist oder weil sie sich auch nicht in der Lage sehen, von der Autolobby zu lösen, als erstes wieder auf die Idee kommen, mit Steuerzahlermilliarden den Unternehmen unter die Arme zu greifen und neue Subventionen zu fordern. Auch das ist aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Die Verbraucherinnen und Verbraucher sind ohnehin schon die Geschädigten und jetzt auch noch über ihre Steuergelder noch einmal zur Kasse zu bitten, das kann nicht sein. Die Kosten für diesen Skandal, diese Kosten müssen die Autokonzerne allein tragen. Zum Thema Russland-Sanktionen. Die Vereinigten Staaten haben nachgelegt, so muss man das nennen, und es ist zur Kenntnis genommen worden. Aus meiner Sicht ist es notwendig, dass die Bundesrepublik und die Europäische Union in Gänze auf diese Frage reagieren und nicht nur verbal reagieren. Ich habe durchaus gehört, dass Teile der Sozialdemokratie mit ihrer Kritik auch nicht hinter dem Berg halten. Allerdings kann es bei dieser verbalen Kritik nicht bleiben. Es ist offenkundig, dass die neuen Entscheidungen der Vereinigten Staaten sehr wohl wirtschaftspolitisch geprägt sind und nicht so sehr etwas damit zu tun haben, ob Russland das Völkerrecht missachtet oder einhält, sondern es geht hier um die amerikanische Energieindustrie, die einen neuen Push braucht seitens der amerikanischen Regierung. Es wäre an der Zeit, dass die Europäische Union und die Bundesrepublik reagieren und ihrerseits ihre Sanktionen gegenüber Russland zurückfahren. Es gab in der Bundesrepublik mal eine Bundesregierung, die hatte die Überschrift Wandel durch Annäherung, und es wäre an der Zeit, dass wir zu einem solchen Maßstab in der Außenpolitik zurückfinden und in eine Phase der Deeskalation eintreten. Die wechselseitigen Eskalationsschritte bei allen Beteiligten sind der falsche Weg. Wir sind kurz davor, wieder vor einem kalten Krieg zu stehen. Das muss verhindert werden. Drittes Thema, das Thema Ganztagsbetreuung. Wir haben jetzt die Zahlen zur Kenntnis genommen. Über 500.000 Grundschulkinder haben nicht die Möglichkeit einer ganztägigen Betreuung. Das wird von uns nicht erst jetzt kritisiert. Wir haben schon mehrmals darauf hingewiesen und haben diese Forderung auch in unserem Wahlprogramm, dass wir einen Rechtsanspruch brauchen für diese Kinder auf eine ganztägige Betreuung. Die Bundesregierung, auch die Union, redet gerne über Familie, die Unterstützung von Familien. Diese Zahlen machen einmal wieder deutlich, dass es mitnichten Priorität der Bundesregierung ist, Familien zu unterstützen. Letztlich zu einem Thema, was die Linke zunächst unmittelbar betrifft, das Thema Mitgliederentwicklung. Wir haben ein sehr erfolgreiches zweites Quartal 2017 hinter uns. Es ist das vierte Quartal in Folge, in dem die Linke in ihrer Mitgliederzahl wächst. Wir haben im ersten Halbjahr 2017 3.500 Mitglieder in die Partei aufnehmen können. Das ist ein Wert, über den ich mich sehr
freue und ich hoffe, dass wir den im Laufe dieses Bundestagswahljahrs noch ein Stück weit steigern können und das Jahr 2017 mit einem positiven Saldo bei der Mitgliederentwicklung abschließen können. Über 60% dieser neuen Mitglieder sind unter 36 Jahre alt. Wir merken nicht nur in diesem Wahlkampf, sondern schon seit geraumer Zeit auch bei Wahlen, dass wir einen hohen Zuspruch haben von vor allen Dingen jüngeren Wählerinnen und Wählern, jungen Menschen, die sich zum Teil erstmalig politisch engagieren. Und ich freue mich über jedes Mitglied, was wir bei uns aufnehmen können. Und natürlich ist das für die Partei insgesamt auch ein großes Stück an Motivation für diesen Wahlkampf, weil es deutlich macht, dass unser politisches Angebot zukunftsfähig ist und Zuspruch generiert. Dankeschön.